fein machst du das, Ferdinand. Ja, fein. Ja, weiter so. Oh, oh, hallo Leute. Ihr habt mich gerade, glaube ich, gerade hier gerade erwischt, wie ich mit Ferdinand rutsche. Ich habe so viel Spaß. Habe ich recht, Ferdinand? Ja, habe ich, oder? Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder coole Brookhaven Secrets, die ihr noch nicht kanntet, hoffentlich. Vor allem werden wir heute nochmal ein paar TikTok-Secrets machen, da habe ich mir ein paar cool rausgesucht. Und ich habe auch wirklich diesmal, glaube ich, wirklich die Hoffnung, dass die auf jeden Fall funktionieren. Zumindest sahen die meisten wirklich sehr gut so aus. Und natürlich habe ich aber auch ein Secret, was wieder von mir kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Spaß heute mit dem Video. Lasst super gerne ein Abo und ein Like da, das würde mich riesig freuen. Darum macht es auf jeden Fall. Muah, Dankeschön. Und an alle, die es interessiert, diesen Sonntag jetzt, das heißt der 6.3., da kommt dann der Tower of Stream Livestream. Seid super gerne dabei. Der ist um 16 Uhr. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß. So, Leute. Wir fangen jetzt auch an. Ferdinand, bist du bereit? Miau. Fight ist Ferdinand. Leute, ihr könnt ja gerne mal Ferdinand streicheln. Ferdinand ist sehr warm, flauschig und kuschelig. Guck mal, er hat Ohren und Augen. Und Beine. Und da bin ja ich. Oh. Male, meine Anfänge immer. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an. Und zwar werden wir uns das erste TikTok-Video uns gemeinsam ansehen und es dann mal testen. Außerdem, Leute, könnt ihr auch mehr gerne mal bei mir auf TikTok vorbeischauen. Ich heiße auf TikTok auch Lissa.d. Würde mich freuen. Und jetzt gucken wir das Video an. Hier ist das erste Video. Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Erstmal steht da Go to Space. So, wir sollen als erstes in so eine Ambulance spawnen. Dann müssen wir uns da reinsetzen. Uns so ein C4 nehmen, uns dann als Spaceman machen, okay, weil als Astronaut, und dann Follow on Screen, das heißt, dann müssen wir irgendwie dorthin gehen zum Wasser, und dann kommt so ein Counter, 5, 4, 3, 2, 1, oh, okay, warum liegt da eine Katze? Ich frag nicht. Okay. Gut, keine Ahnung, ob es klappt. Ich hoffe es natürlich. Also, wir müssen jetzt erstmal das mit dieser Ambulance machen, was er gerade gemacht hat. Das heißt, wir nehmen uns jetzt erstmal dann so einen Krankenwagen. Das machen wir auch. Ferdinand, ich muss dich jetzt mal wegmachen, okay? Ich weiß, du willst das nicht, aber es muss es mal kurz sein. Du schaffst es. So, also, nehmen wir uns eine Ambulance. Da ist sie. Vor allem, mir fällt voll oft nur die englischen Wörter an und nicht die deutschen. Ah, genau, wir brauchen jetzt erstmal noch ein C4. So. Ich glaube, nicht in die Hand nehmen, hat er gemacht. Okay. So. Nehmen wir uns das mal in die Hand. Und jetzt hat er, glaube ich, einfach den Krankenwagen entfernt. Und jetzt passiert nichts. Ah, nee, warte mal. Es kann natürlich sein, dass er das in den Krankenwagen platziert hat. Versteht ihr? Nee. Leute, ich krieg's nicht hin. Ich mach mal kurz Boom. Okay, irgendwie will es doch nicht laufen. Also komm schon. Hä, aber es muss doch klappen können. Also ich verstehe jetzt eigentlich nicht ganz, warum es nicht geht. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht können wir es irgendwie dahin platzieren. Nee. Guck mal, das platziert sich immer noch auf dem Boden. Aber warum? Ey, Leute, ich werde wahnsinnig. Ich hoffe zumindest, dass ihr wisst, wie das geht genau. Weil, falls ihr es hinkriegt, schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre gut. So, jetzt bin ich hier. Schon wieder da platziert. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Hallo. Hä, aber das geht doch bei den anderen. Ich stehe nicht durch. Also er nimmt es nicht in die Hand. Und jetzt macht er einfach nur die Ambulance weg. Es passiert gar nichts. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Warum geht jetzt Google an? Ich würde sagen, falls ihr genau wisst, wie es am Anfang funktioniert, schreibt es mal super gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt erst was angezogen. Also ich brauche noch diesen einen Astronautenhelm, den hat er angehabt. Gut, ich finde ihn nicht. Dann nehmen wir das Schweinchen.
Ist auch, oh Gott, das sieht richtig gruselig aus. Das nehmen wir doch nicht. Da ist er. Okay, ich hab's gefunden. So. Und jetzt nimmt er diese Sachen und geht ins Wasser. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso ich eigentlich. Also, egal. Bei ihm hat es nämlich gebrannt aus dem C4, aber bei mir passiert gar nichts. Guck mal, es passiert nichts. Es sind hier kein Feuer und so weiter. Egal. 5, 4, 3, 2, 1! Hallo, das war schon. Nichts passiert. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, ob das Fake war oder nicht, weil ich habe das eine nicht hingekriegt. Könnt ihr aber reinschreiben, ob ihr findet, ob das Fake ist oder nicht. Ich würde sagen, wir machen das zweite. Okay, hier ist das nächste Video. Das hat auf jeden Fall viele Aufrufe und Likes, hat fast 40.000 Likes. Bin ich ja mal gespannt. Okay, Secret Glitches und Pokémon, die du nicht kanntest. Als erstes müssen wir in den Rucksack gehen, also auf dieses Rucksackzeichen. Dann sollen wir uns dieses Fernglas nehmen. Dann sollen wir zum Haus gehen. In dieser Auswahl, wo man Häuser nehmen kann. Und dann sollen wir irgendein Haus nehmen und dann sollen wir wohl auf dieses Fernglas drücken. Okay. Ach so, krass. Guck mal. Die kann dann wohl... Okay. Das will ich mal testen. Seht ihr das? Ihr seht das? Das heißt, das, ich glaube, das ist sie. Sie hat jetzt mit dem Fernglas, kann sie bei dieser Häuserauswahl einfach in die Häuser reinschauen. Das testen wir auf jeden Fall mal jetzt. Erstmal machen wir mal meinen Skin wieder normal. Juhu, da bin ich wieder. Okay, gut. Und jetzt nehmen wir uns ein Fernglas. Machen erstmal das Dynamit weg. Da, Fernglas. Und gehen jetzt auf die Häuserauswahl und das drücken wir mal drauf. Nein, sag mir bitte nicht, dass es auch nicht geht. Doch, es geht. Oh mein Gott, es geht wirklich. Guck mal. Oh mein Gott. Also man muss natürlich bei dem Fernglas, habe ich vergessen, ihr müsst bei dieser 1 drauf drücken, dass ihr reinschaut. Und guck mal, es funktioniert wirklich. Da ist das. Oh mein Gott. Okay. Okay. Das hätte ich niemals gedacht. Also, okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wow. Das ist wirklich cool, muss ich sagen, dass das funktioniert. Und wenn wir es wieder loslassen, dann gucken wir es irgendwo hin. Das ist wirklich... Okay, das ist krass. Ich muss sagen, das ist jetzt wirklich ein cooles Secret. Und es hat auch mal funktioniert. Unfassbar, weil wir kennen natürlich viele TikTok-Secrets. Da funktionieren ja nicht immer alle. Aber das hat funktioniert. Ist auf jeden Fall richtig cool gewesen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das nächste. Hier sehen wir das nächste TikTok. Hier steht, a glitch, ja gut, vorlesen ist so schwierig mit mir, weil dann spreche ich wieder alles auf falsch aus. Auf jeden Fall steht da halt, dass es ein Glitch ist von ihr, beziehungsweise halt ein Pokémon und dass man mit diesem Glitch wohl durch Wände und so kann. Okay, bin ich ja mal gespannt. Also als erstes müssen wir wieder Krankenwagen machen. Okay, seht ihr ja gerade. Dann sollen wir jetzt einmal hinsetzen, dann aufstehen. Und dann sollen wir uns irgendeine Waffe in die Hand nehmen. Okay. Und dann gehen wir zu einem Haus. Warte. Jetzt müssen wir mal genau gucken. Nimmt die Waffe. Und springt dann mit der Waffe rein und schießt dabei. Gut. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Bin ich aber gespannt. Wenn es funktioniert, ist natürlich wirklich sehr cool. Als erstes brauchen wir wieder einen Krankenwagen. Setzen uns hier rein. Jetzt, okay. Stehen jetzt einfach auf. Nehmen uns jetzt eine Pistole. Und brauchen jetzt ein Haus. Okay, gut. Natürlich habe ich hier kein Haus. Dann nehmen wir einfach mal irgendein Haus. Das hier hat eine Garage. Ich hoffe, ich habe jetzt den Glitch nicht kaputt gemacht, weil ich das so gemacht habe. Wir warten einfach, bis es fertig gebaut ist. So. Guck mal, das ist immer das Secret, das eine. Und jetzt gehen wir hin. Nimm die Waffe in die Hand. Okay, toll. Funktioniert gar nicht. Okay, cool. Ey, oha. Also zumindest bei mir funktioniert es nicht. Das Problem ist halt, es kann natürlich auch wirklich einfach gefaked sein. Die kann nämlich einfach einen Cut gemacht haben, indem sie hier dran steht, dann einen Cut machen und dann die nächsten paar Sekunden halt dahinter steht. Dass sie sich dann einfach dahinter stellt. Das Problem ist, wir wissen es jetzt nicht genau, aber zumindest, wo ich es gerade probiert habe, hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Wir probieren es mal mit einer anderen Waffe. Weil es natürlich doch ein bisschen blöd.
So, gucken wir mal mit der. Gut, es funktioniert nicht. Toll. Also, das Secret hat auch nicht funktioniert bei uns. Schade, schade. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zum letzten. Und das ist nämlich noch ein kleines, was ich gefunden habe. Ihr fragt euch sicher, Liz, was tun wir hier bei dem Wasser? Keine Angst, Leute, das ist nicht euer jährliches, nicht der jährliche Badetag, sondern wir nehmen nämlich ein Emote an dem Wasser. Das zeige ich euch mal. Machen wir einfach mal, hört. Und wenn wir jetzt nämlich mit dem Emote ins Wasser gehen, guck mal, wie geil das aussieht. Wir sind dann einfach so falsch herum. Das sieht so geil aus, vor allem wenn wir uns so bewegen. Guck mal, wenn wir so drehen. Ist übelst krass. Also, es ist halt irgendwie... Ich weiß natürlich nicht, ob das so krass ist oder so, was ihr findet. Aber ich persönlich finde es wirklich cool, weil wir uns halt jetzt bewegen können. So. Und es sieht wirklich super, super funny aus. Mir persönlich gefällt es auf jeden Fall super gut so. Und ja, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, lasst doch super gerne ein Abo und ein Like da. Das würde mich riesig freuen. Außerdem vergesst nicht den Livestream am Sonntag. Und sonst haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abo und Like nicht vergessen. Das ist immer wichtig. Sonst schreibt mal gerne eure Meinung zu den Kommentaren rein. Und ob ihr noch andere coole Secrets kennt, könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, miau, bye bye.